Hallöchen, meine Wikinger-Freunde da draußen und willkommen zu meinem Let's Play von Valheim. Und ja, es freut mich auch, dass ich jetzt mal mich in Let's Play-Form an diesem Spiel ranwagen werde. Und ich hoffe, dass ich auch einige von euch unter meinen Videos lesen darf, weil es soll ein Gemeinschaftsprojekt werden, also sprich, wenn einige unter euch schon sehr gut durchwandert sind, was Valheim angeht und ihr mir Tipps, Vorschläge und so weiter geben könnt, wäre ich euch natürlich sehr, 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 sehr dankbar. Und ja, ich werde das wie folgt machen. Es wird ein Let's Play, kein Guide, weil wenn ich jetzt versagt hätte, das, was ich jetzt schon weiß, euch mitteilen würde und so weiter und erklären würde, dann würde ich das eher schon als Spoiler sehen und das will ich nicht. Also wir gehen einfach mal ganz frisch ran an das Spiel. Und was die Folgenlängen angeht, kann ich euch noch nicht sagen, wie lange es wird. Es könnte sein, dass es 20 Minuten werden oder ein bisschen länger, je nachdem. Und dann sage ich mal, drücken wir jetzt einfach mal auf Spielstart. Den Charakter einfach mal ignorieren, weil das ist mein anderer Charakter. Und dann würde ich mal sagen, die Hautfarbe kann bleiben. Wir wollen männlich bleiben. Ich möchte keine geflochtenen Haare, aber lange möchte ich haben. Schauen wir einfach mal nach hinten. Pferdeschwanz 2. 4. Nee, wenn, dann machen wir den Pferdeschwanz. Die Haarfarbe möchte ich schon hier im Dunkeln haben. Dunkelbraun. Den Namen ist ja klar. Den nehmen wir jetzt nicht LP-Typi, sondern wir nennen den einfach mal schlicht und einfach mal Hokli. Also Hokli einfach. Da müsst ihr einfach das G wegdenken, das heißt dann Holy. Aber ich möchte es ein bisschen Wikinger-Style halten, also heißt der Gute jetzt Hokli. Dann drücken wir jetzt auf Fertig und auf Start. Da habe ich schon mal ein Let's Play versucht, habe ich aber gemerkt, dass der Spielsound komplett leise war. Ergo kann man den jetzt hier löschen. Einen neuen Seed aufmachen, den könnt ihr euch ruhig merken. Oder kopieren oder so. Und den Spielstand nenne ich einfach nur klassisch Let's Play Valheim. So, dann drücken wir auf Fertig und auf Start. Und es ist nur wirklich zum kleinen Teil nicht blind. Und ich werde das jetzt nicht jeden Tag bringen, das Projekt. Sondern, wenn ich zum Beispiel jetzt die Folge fertig habe, dann wird die auch sofort hochgeladen. Und es kann sein, dass die nächste Folge wahrscheinlich auch ein bisschen auf sich warten lässt und wahrscheinlich erst so nächste Woche auftaucht. Dass ihr doch noch einen geregelten Plan habt für euch selber im Kopf, wenn ihr meine Folgen anschauen wollt von Valheim, von anderen Let's Plays. Soll wirklich halt, wie gesagt, kein Spoiler sein und kein Guide oder ähnliches. Vor langer Zeit vereinte Alvatar Odin die Welten. Nachdem der seine Feinde niedergedrungen hatte, schleuderte er sie auf die 10. Welt, bevor er die Zweige des Weltenbaums spaltete, die ihre Gefängnisse trugen. Dadurch gab er sie einen Exil-Arnheim, in den sie ankerlos umhertreiben würden. Diese Welt fiel jahrhundertelang in einen unbehagten Schlaf, doch es war nicht ihr Ende. Denn während es Eiszeiten kamen und gingen, so entstanden auch Königreiche, die sich der Sicht der Götter entzogen. Als Odin vernahm, dass seine einsteigende Feinde erstreut... Ja, bin ich schon durcheinander gekommen, jetzt ist schon der Text weg. Es ist ein bisschen schwierig, wenn so ein Text nach oben, von unten nach oben verschwindet. Ja, und das sind wir und wir werden getragen, oder beziehungsweise doch getragen, von einem riesigen Rabenmischung, Rabe und Mensch. Weil ich sehe hier menschliche Züge.
Der hat auch einen, glaube ich, einen ganz bestimmten Namen. Also es gibt ja Hagen und ein Rabe, der heißt Hagen. Und Molin vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Molin hier. Könnte auch eine komplett andere Wikinger-mythologische Figur sein. Oder von den Entwicklern eine random erfundene Figur. Kann natürlich auch sein. Ui, Bums. Und genial, dass wir auftauchen und es regnet. Willkommen in der 10. Weltkrieger. Ich bin Hawking und ich wurde an diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Umfahrsteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Und aua, wir werden gerade schon angegriffen. Sag mal, ich bin gerade auf die Insel gekommen und du nährst hier. Der Stein ist ein Wegweiser. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierung für die Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genauer untersucht wird, gibt er den Beschwörungsort von Eikultir preis. Deine erste Beute. Oder die Beute, die du fangen musst. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihr zu stellen. Okay. Ja, da hinten. Ja, da versteckt er sich da hinten. Ja, ist ja klar. Und das sage ich auch mal hier an dieser Stelle. Hallöchen. Ich werde das jetzt erstmal hier als Webcam nutzen, Position nutzen. Später wird sie sich natürlich verändern. Und wir sammeln erstmal hier Gegenstände ein. Wir sprechen gleich wieder mit Hawking. Wenn man den Namen so ausspricht. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Aber wenn hier schon ein bisschen Zeug rumliegt. Hier hinterm Stein sind Himbeeren. Ja, da ist er noch. Du hast einen Hammer hergestellt. Was? Ich habe noch keinen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du die mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Wo habe ich denn bitteschön hier einen Hammer hergestellt? Ja, da hinten ist er wieder. Ein leckeres Häppchen. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Okay, und da haben wir schon Wildschwein. Das will ich jetzt nicht ärgern. Was ist in deinen Taschen? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Monin sagte mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Ja, ich glaube, dazu brauche ich aber auch das nötige Holz und so weiter. Wir können jetzt nicht mit bloßen Fäusten Bäume kloppen. Wir sind nicht hier in Minecraft oder so. Deswegen suche ich jetzt einfach mal hier kleine Äste und so weiter. Und in der Zwischenzeit sammeln wir auch hier fleißig weiter Himbeeren. Da haben wir noch einen Ast, das ist gut. Steine sollten wir auch aufheben. Ja, dem möchten wir jetzt... Ja, komm. Mit bloßen Fäusten haben wir schon mal eingelegt und der hat uns sowieso schon gesehen. So, der ist hinüber. So, Holz nehmen wir mit. Da habe ich einen Stein gesehen. Da hinten sehe ich wieder Pilze. Nehmen wir natürlich alles mit. So, einfach mal schön hier da weiter entlang wandern. Und natürlich, wenn ich Äste sehe, kurz abbiegen. Und müssen sowieso die Welt erkunden. Also,
Ich will ja auch die komplette Karte freilegen. So ist das nicht. Es ist schon ein sehr schönes Spiel. Ich weiß, viele würden jetzt von euch wahrscheinlich sagen: Hä, wie sieht denn da bitte schön dein Boden aus? Normalerweise sind da Gräser und so weiter und Sträucher, also Blumen und so weiter. Ich habe die Grafik runtergestellt, weil Valheim doch immens, also kommt auf den Computer auch drauf an, muss man sagen. Mein Computer verträgt das mehr, als dass ich jetzt Gräser und so weiter hinzufügen würde. Der ist auch nicht mehr der jüngste. So, die Pilze tue ich hier mit ran. Und kann ich schon eine Axt herstellen? Jawohl. Die Keule stelle ich auch schon mal her. Den für den Hammer brauchen wir wieder Holz. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Plumpsklo sein soll oder was auch immer. Ein Donnerbalken. Was denn, kann ich jetzt hier den Hammer herstellen? Ja. So, damit können wir mich auch schon ein bisschen werken. Man kann schon sagen, es ist so wie bei Rust. Wenn du da den Holzhammer erstellst, kannst du mit denen und einer Blaupause zum Beispiel anfangen zu bauen. Und ich bin ganz ehrlich gegenüber euch, ich möchte eigentlich schon mein eigenes Haus bauen und so weiter. Aber für den Anfang hätte ich schon gern so eine alte Hütte, die man einfach wieder restaurieren kann. Das wäre schon super. Und ich würde gern auch, wie es einen richtigen Wikinger gehört, am Strand, also an Nähe vom Wasser, mein Zuhause aufbauen. Und diesen Ort muss ich erstmal finden. Also ich muss erstmal das Meer finden. Okay, hier wäre schon eine Hütte, aber die ist, glaube ich, mitten im Wald. Und die würde uns jetzt eigentlich nichts bringen. Außer da wäre jetzt eine Truhe drin gewesen oder so. Oh, hier oben ist ein Bienennest. Das sollten wir wieso erstmal rangehen, wenn wir einen Pfeil und Bogen haben. Ja, da unten wäre schon mal mehr. Und da unten sieht es auch aus, als würde da ein provisorisches Lager stehen. Wieder mit Bienennester. Ich sehe es doch schon von der Ferne, das Bienennest da. Da hätte ich mich jetzt gefreut, dass wir das hätten als provisorisches Lager nehmen können, aber da ist ja ein verträumtes Bienennest. Jetzt würde ich natürlich hier unten am Strand weitersuchen, ob ich hier irgendwo in der Nähe ein Dorf finde, eine verlassene Hütte oder sowas. Wir gehen jetzt einfach mal spontan entlang. Nehmen natürlich auch das hier mit. Ihr habt ja Hogging gehört, wir sollen alles aufheben, damit wir uns erinnern können, was wir so alles bauen können. Und da hinten fängt schon ein anderes Biom an, wie ihr seht, da ist eine Fichte. Aber ich glaube, da sollten wir nicht durchgehen. Also, ich glaube nicht, dass da hinten der Dunkelwald ist. Ja, kleiner Spoiler muss sein. Es wäre schon schön, wenn hier irgendwo eine Hütte wäre. Aber ich würde jetzt da ungern da lang gehen. Das nehmen wir trotzdem mit. Wir müssen aber auch aufpassen, wir können auch nur eine bestimmte Last tragen. Eine Hütte wäre halt echt nicht schlecht. Oh, hier müssen wir aufpassen. Da ist ein Wildschwein.
Ja, ich würde jetzt da echt ungern da weitergehen. Aber die Pilze nehmen wir jetzt schon mit noch auf. Ich kann mir echt vorstellen, dass das da hinten der Dunkelwald ist. Aber wenn davor noch eine. Ah, doch, doch, da ist eine Hütte. Seht ihr das? Da am Rand ist eine Hütte. Da, die neben mir. Was steht hier? Halt, Reisende, hör meine Warnung. Du bist nicht der Erste, der hier erschien. Viele sind dem Ruf Odins gefolgt, doch der Weg, der vor dir liegt, ist hart und gefährlich. Wenn dir etwas an deinem Leben liegt, dann solltest du deine Person in diesen Auen weit weg von den Bäumen errichten. Hüte dich vor den Gehörnten und schone die Steine. Den Gehörnten. Ja, weiter will ich jetzt da auch nicht vordringen. Aber wäre halt gut, wenn wir die Hütte nehmen könnten. Das heißt, ich versuche jetzt mal erstmal diesen Baum hier wegzukriegen. Und ich hoffe, dass der nicht aufs Haus fällt. Okay, du wirst uns natürlich wieder ärgern. Hau ab. So. Das verzie tue ich auch mal ganz kurz wegmachen. So. Wir sammeln erstmal dieses Holz. Dann schon mal weiter. Na komm. Gleich den Baumstumpf auch wegmachen. So, das hier auch. Und das erste, was wir jetzt mal machen, ist eine Werkbank und ein Bett. So, der Baumstumpf kann ruhig da im Wasser erstmal bleiben. Das erste, was ich jetzt hier mache, wir haben jetzt so ein Bausystem. Das ist erstmal eine Werkbank hier hin. Ja, ich rede gleich mit dir, Hockin. Ich mache erstmal mich erstmal hier sicher. Du hast eine Werkbank hergestellt. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Gegenstände und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Okay, das erste, was ich jetzt noch erstmal mache, wie gesagt, ist ein Bett. Das stelle ich jetzt einfach mal rotzfrech hier hin. Dann repariere ich erstmal das Ganze. Ich rede gleich wieder mit dem Vogel hier. Und das Reparieren kostet zum Glück nichts. Noch nichts. So, es dauert halt, kostet halt nur Ausdauer. Ein Kopfpolster für die Erschöpfung. Verbringe die Nacht in einem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würde ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendetwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Okay.
Ich würde aber sagen, wir machen jetzt aber auch mal hier ein bisschen weiter bauen. Und dann machen wir erstmal eine Sache hier, was mich jetzt komplett hier schon mal stört hier. Machen wir erstmal ein Dach hier rein. Weil jetzt haben wir schon mal ein Spawn-Gesetz in Besitz nehmen. Dann können wir also zum Beispiel, wenn wir sterben, tauchen wir hier wieder auf. Erstmal weiter reparieren. Hier ist noch was kaputt. So, dann gehen wir kurz raus. Dann würde ich eiskalt jetzt trotz frech mal sagen. Es ist eigentlich perfekt, dass hier gerade nichts ist. Da würde ich mich glatt hier sagen, kommt unsere Feuerstelle hin. Machen hier ordentlich Feuer. Herstellung dann. Oh, was fehlt uns da? Uns fehlt natürlich wieder Wut. Wer hätte es gedacht? So, dann schnappe ich mir das Holz hier. Okay, wir müssten das Holz wieder am Rand hin drücken. Och nee, Junge. Ist das euer Ernst jetzt? Was ist denn ihr Ernst? Ich wollte schon sagen, ist das euer verscheuter Ernst, dass ihr jetzt hier auf einmal Gegner spawnen lässt? Oder? Das ist doch typisch wieder so ein Spiel. Ja, du bist jetzt fast in Sicherheit, du hast jetzt fast schon was zum Überleben. Hey, lass uns einfach mal ein paar Gegner spawnen, die können dich ja nur ein bisschen ärgern. So, meine Freunde, ich gehe jetzt aber erstmal hier rein. Hoffe, ich bin hier in Sicherheit. Ja, ich kann sogar schlafen. Unsere erste Nacht schon mal geschlafen hier. Und ich hoffe, der wacht jetzt nicht in der Nacht auf. Wir bleiben erstmal hier drin. Ja, ihr seht jetzt, glaube ich, ja gar nichts. Aber ich sage jetzt mal an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.